Hi, ich bin der Günther, ich war zu der Bude. Gucken wir uns doch einmal an, wie dieser Kampf hier aussieht, wenn wir komplett rein try haben. Warum, fragt ihr euch, warum nicht, wenn schon mein gesamter Scheiß-Save-Point vom letzten Mal gelöscht ist? Die beiden letzten aufgenommenen Folgen habe ich verloren. Und ich weiß nicht, warum. Und ich werde hier jetzt nur kurz diesen Kampf machen, den ich komplett mit Sora rasieren will. Ich weiß nur nicht mehr, ob man geheilt wird, ist das Problem. Weil im Kampf gerade eben habe ich ein paar Mal Drachenwut abbekommen, direkt in dem einen davor. Und ich habe verpennt, dass ich tatsächlich oben meine Facecam für mich selber sichtbar gemacht habe, Alter. Man merkt vielleicht auch, ich habe die Kamera ein bisschen verändert. Ich habe zumindest das Gefühl, die ist jetzt besser. Also an sich machen wir dann heute die Liga. Ich muss nur eben vorher nochmal diesen Kampf machen. Übrigens, zum Punkt von... ersten, meiner Meinung nach, schwereren Kampf. Erstmal weiß ich, dass es eben Probleme, dass es auch an Problemen im Editor liegt, dass man hier so overlevelte Pokémon nutzen kann. Weil es war nicht mehr möglich, das Level zwischen, man wird nicht geheilt. Trotzdem, das Level zwischendurch nochmal zu ändern. Deswegen war entweder hier das Reptane das ganze Spiel Low Level und das Celebi oder auch in diesem Kampf High Level. Und da das Problem auch erst relativ gegen Ende der Programmierung aufgetreten ist, ne? Alter, irgendwie sieht der Pulli jetzt voll grün aus. Die Farbgebung ist jetzt halt nicht mehr ganz realistisch. Meine eigentlich blaue Wand ist jetzt grün. Aber ich selber hab das Gefühl hier. Der krasse Boy sieht besser aus. So. Ich kann mich ja mal ein bisschen hochheilen. An sich kennen wir diesen Kampf. Das ist jetzt auch nicht spannend oder so. Aber nochmal, um zu zeigen, wie einfach der Kampf wirklich hätte sein können, wenn ich letztes Mal nicht extra erst alle nicht overlevelten Pokémon genutzt hätte. Okay, die Reihenfolge ist auf jeden Fall anders. Letztes Mal war das letzte. Der Kampf ist sehr schwer, ich weiß. Wie gesagt, ich werde dann gleich auch cutten. Ich glaube, wenn man einfach durchrennt, geht die Beta aber auch total schnell. M war nicht der ganz krasse, ne? Ach, das war einer der kompletten Keks. Man muss sagen, von der Reihenfolge her ist es dieses Mal besser, weil dieses Mal so die Stärkeren am Ende kommen. Das ist, glaube ich, der krasse, ne? Nee, immer noch nicht. Der ganz krasse ist der letzte, der zweitbeste, der vorletzte. Dieses Mal ist die Reihenfolge wirklich anders. Also wer auch die letzte Folge nicht gesehen hat, holt es auf jeden Fall nach. Ihr werdet dann wissen, warum so. Hier der ganz Kranke. Der irgendwie ganz krasses Moveset hat, aber ich glaube, der hat dasselbe Moveset wie Sora, ne? So, wir sehen uns gleich bei der letzten Bonusliga wieder. So, tatsächlich zum Glück kaum 10 Minuten, bis ich hier angekommen bin. Also war jetzt wirklich kein großes Ding. Man konnte eigentlich komplett durchrennen durch den Schmünterabteil, auch wenn ich sagen muss, Kindwurm war eine bessere Wahl als Tarnhill. Ich habe auch gesehen, man kann hier den Charakter noch wechseln. Das heißt, ich werde das... dadurch, dass man das kann, vermutlich vor jedem Kampf, werde ich es anders machen. Pixelmatch wird vermutlich sehr stark sein, wie ich das einschätze. Ich beginne mit Chillast. Und die Musik klappt. Ich
beginne mit Chillast. Ich werde nach und nach durchwechseln. Fragezeichen. Kriegt dann den letzten Kampf. Was habe ich denn genau für Pokémon, wenn ich hier Chillast auswähle? Digga! Weil... Was? Und kann es sein, dass ich irgendwie mit jedem dieselben habe? Wirkt für mich zumindest so. Ach so, liegt das irgendwie daran, dass wir im ganzen Spielverlauf nur einmal ein Sorua im Team hatten? Ein Chillast, und das war eben das, was ich Sorua genannt habe. Aber okay, es sieht so aus, als würde es gar nicht so einen großen Unterschied machen, was ich jetzt hier nehme. Okay, der hat leider mit Geschenk relativ Glück gehabt. Ich habe halt keine Ahnung, wie schwer diese Liga ist. Ich weiß nur, dass danach eine Stadt auf mich wartet. Und zwar vermutlich wohl der Ort, an dem ich die meiste Zeit im Spiel verbringen werde. Ein Baldorfisch. Und gleichzeitig werden wir da wohl noch ein, zwei Charaktere treffen. Aber wenn ich das so sehe, bei denen, die wir zur Auswahl hatten, Schmünter, Chillast, Günther, Pixelmatch, Fragezeichen-Man. Okay, nur Minun sehe ich hier nicht. Weil das ist nicht Minun. So, Baldorfisch, Und ich weiß, dass ich in der Liga an jeder Stelle mein Inventar öffnen kann. Der ist schneller und ist ekelhaft, oh Gott. Bitte sag mir das Tu. Hittet. Nein! Das reicht nicht mal für einen Foreshot. Ich muss hoffen, ich werde nicht treffen. Das wird ganz eklig. Und der Walzer halt, ne? Okay, ich treffe zumindest. Und es macht gut Damage. Die Sache ist die, wir können uns halt sofort heilen nach dem Kampf. Wenn er jetzt mit dem Walzer wieder trifft... Digga, irgendwie habe ich das Gefühl, Walzer hat in diesem Spiel eine sehr hohe Genauigkeit. Aber komm. Die Sache ist die, letztendlich werden wir die Liga sowieso gewinnen. Wir haben Sora, der vermutlich, wenn ich das wieder so sehe, viele, viele Level über den anderen ist. Das ist auch der Grund, warum ich sagte, Pixelmatch wird OP sein, weil ich einfach da... Der hat noch einen Hit. Die Sache ist die, ich weiß jetzt nicht, eigentlich müsste das der letzte gewesen sein, aber ich will kein Risiko eingehen. Wenn die Attacke in dem Spiel am Ende irgendwie anders funktioniert und wirklich jede Runde trifft und stärker wird, dann würde der in ein, zwei Runden damit sogar Sora töten. Deswegen, okay, nicht als ob er zum Angriff kommt, aber... Ja, deswegen meinte ich auch, Pixelmatch wird OP sein, weil der immer mit Sora gespielt hat, nicht mein Popcorn. Was? Der gönnt sich. Der sieht aus wie Springman aus Arms. So, wenn das erledigt ist, würde ich gerne mal gucken, wenn ich zum Beispiel auf Fragezeichen in den Charakter eben wechsle. Haben wir dann... Ne, wir haben offensichtlich immer dieselben Pokémon. Das heißt, es macht nur hier für die Overworld was aus. Und dann werde ich es einfach so machen hier. Jetzt darf Pixelmatch ran. Ich habe halt keine Ahnung, wer diese Leute sind. Ich habe X gedrückt. Apropos, bevor wir hier groß weitermachen. Wenn wir jetzt endlich die Option haben, mit so vielen Pokémon das Inventar zu öffnen,
Dann nutzen wir doch mal die Attacken. Funkensprung schön und gut, Donnerblitz ist eindeutig besser. Psychokinese kann, denke ich, keiner, sehe ich das richtig. In der Tat. Siedewasser können vermutlich... Können das Kanimani und Shigi? Ja, können sie. Ich werde es auf jeden Fall hier rein... Ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig. Also Hydropumpe haben beide und werden sie auch behalten. Hier werde ich es statt Aquaknarre nehmen. Und Fragezeichen, man. Hat der auch Aquaknarre? Ja, da war was. Das heißt, beide haben jetzt Siedewasser statt Aquaknarre. Ist, denke ich mal, ein sehr sinnvoller Tausch. Außerdem will ich diese zwei Sonderbonbons nutzen. Die Sache ist die. Vulpix und Zora werden auch mitleveln, nicht die Chance haben mitzuziehen. Am sinnvollsten sind diese Dinger, denke ich wirklich, hier. Auf Shinux investiert. Das weiß ich. Und weiter. Du meinst also, du kannst mich besiegen? Meine Karten können dich hier raushauen. Und der hat einen Battlefield. Also eins, das wäre auch... Okay, der hat auf einmal 5 und leadet mit Widme. Das ist aber keinesfalls bad für mich. Wenn ich treffe mit meinem Siedewasser... Ich meine, verbrennen kann es nicht, aber heißt nicht, dass es nicht übel drückt. Loot wird nicht viel... Das ist eigentlich kein Wert, den ich unter nicht viel verstehe. Aber auch die Erfahrung. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Mindestens 25 wird das, denke ich mal. Oder auch nicht. Oh, Exodia! Ihr wisst noch, Franz. Franz, der uns mit dem Ding gesweept hat. Nein, die Rauchwolke! So ekelhaft! Okay, aber das war sehr guter Schaden. Fragezeichen meines raus. Ah, kein Gegner, den ich hier gerne sehe. Ja, okay. Die Sache ist halt wirklich die. Wir können eigentlich nicht verlieren, solange wir Zora haben. Aber stimmt, Fragezeichen, man hatte mir da auch was gesagt, dass es irgendwie beim Entwickeln Probleme mit den Pokémon-Wechseln gab. Vermutlich sind deswegen die Pokémon hier auch immer dieselben. So, gut. Exodia ist zum Glück besiegt. Vor dem Ding habe ich fett Respekt. Level 26. Ich kann diese Liga auf jeden Fall, denke ich... Nochmal? Ich denke, das sind, ist auch gerade ein Yu-Gi-Oh!-Charakter und das sind alles Yu-Gi-Oh! Wesen, Monster, was auch immer das ist bei Yu-Gi-Oh! Drachenwut stinkt. Aber das wird ihm auch sehr stinken. Er sagt, ich wasch dich ja, da stinkt nichts mehr. Tja. Aber die Musik ist gerade ein bisschen leise. Wirklich? Ein drittes Widmer? Auch Drachenwut.
Wir werden das nicht ohne Sora schaffen, glaube ich. Wenn Donnerblitz nicht one-hittet, schaffen wir das nicht ohne Sora. Ah, der Seher landet noch. Ne, damit ist Shinnok direkt raus. Ja, das Ding outspeedet. Ne, das schaffen wir nicht ohne Sora. Schade. Ich werde jetzt aber auch hier Chillaste und Vulpix gar nicht einwechseln. Letztendlich heile ich mich gleich sowieso, das kostet nur Zeit, weil die werden erste Runde One-Hit. Ja, dann muss Sora halt den Kampf noch beenden. Eigentlich ist das hier irgendwie auch ganz cool mit Sora. So ein bisschen ist das im Geiste, hab ich ja, okay, der hat echt noch dunkle Macht, Günther. Das kommt nicht aus Yu-Gi-Oh!, würde ich tatsächlich schätzen. Oh, ich weiß inzwischen auch, dass eben beim Kampf gegen Hansa, der so schwer war, das Vulpix als letztes Pokémon... War die Überlegung gar nicht Glitch, Darkrai stand für Fragezeichen, nein, da nie zur Diskussion. Es wäre entweder, ja okay, der hat ja sogar Yu-Gi-Oh! Im Namen, ich Idiot! Da war die Frage nur, Fragezeichen, nein, oder dunkle Macht. Ich bin gerade zu blöde. Ein Vulpix oder dunkle Macht. Schmünter darf. Wait, what? Was ist das? Der Typ sieht nicht nach einem würdigen Gegner aus. Was meinst du, Rot? Wow. Das ist jetzt einfach eine Ansammlung von Trainern, die sich nicht einig sind. Warum Big... Ah! Ich glaube, das ist ein Tippfehler, aber der macht das Ganze gleich viel wahrer. Gegen die vier habe ich eine Chance. Vier Trainer. Oh Gott, okay, wir sind am Punkt angekommen, an dem nur noch... an dem offensichtlich nur noch Sora mitreden darf. Level 30 auf einem Eneko. Ich meine, ja, wir haben das Ding jetzt hier besiegt mit Fragezeichen. Nein, aber ich glaube wirklich, dass Sora hier jetzt eigentlich Goku. Was war Zoroark? Ja. Ich habe da eh nichts sehr Effektives gegen. Letztendlich ist es eh nur. Ja, gleich schicke ich Sora rein. Jedenfalls, wenn die Level jetzt nicht sinken, wenn das jetzt nicht irgendwie lower ist. Oh! Es ist lower! Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es höher ist. Weil warum gerade Eneko auf 30 war, so Hintergedanke. Von all den Pokémon, die man hätte machen können, Eneko. Aber wahrscheinlich einfach, damit es nicht zu schwach im Vergleich zu den anderen ist. So, 2 von 5. Die Sache ist aber halt die. Oh, Knirscher, ganz, ganz nice. Kann sein, dass wir das sogar schon bekommen hatten letztes. Nee, wir haben ja keinen Kampf mit Günther gemacht, oder? Doch, der hat vermutlich... Egal. Dummiesel. Wieder auf 30. Ich verstehe diese Attacke nie. Es heißt
Giftblick. Warum paralysiert das? Ja, und das ist auch der Grund, warum Tadeo so kacke war. Das konnte nur Bodycheck. Und damit hat man die Hälfte der Zeit verfehlt. Und wenn man trifft, macht man sich selber dick Damage. Okay, Dummiesel ist hier offenbar sehr ernst zu nehmen. Ja, Günther ist raus. Ich werde das Ding offensichtlich nicht los ohne Sora. Da muss ich jetzt auch auf niemand anderen wechseln. Wir machen das kurz und schmerzlos. Ich meine, vielleicht wird es fürs Dummiesel nicht ganz so schmerzlos, aber... kann passieren. Ich habe kurz gedacht, der tankt das. Auch wenn mich das echt gewundert hätte. Glurak, das ist offenbar eins von Rot. Aber... was will es tun? Nichts. So, eins fehlt, glaube ich, noch. Oder? Fehlt noch eins? Ja. Ditto. Oh mein Gott, Ditto. Aber wegen dem Level, ja, es wird gar nicht dazu kommen. Trotzdem, ich glaube, Wandler ist keine Prio-Attacke, ja. Ansonsten hätte ich halt direkt Flammenwurf auch genommen und hätte sehr effektiv getroffen und getötet. Ja, ich wusste, diese Region ist gefährlich. So, drittes Top-4-Mitglied haben wir besiegt. Ich bin jetzt auch ein bisschen paranoid. Ich meine, ich zocke hier jetzt noch bestimmt dreiviertel Stunde oder so. Trotzdem will ich lieber saven. Wie heißt... ich will jetzt wissen, wie der heißt. Irgendwas mit X, ne? Xero? Nee. Oder ist das ein ganz anderer... nee, nee. Du kennst Cloud schon, schön für dich. Zeit, das zu beenden. Wieder keine Musik. Sephiro, nicht Xenoroth. Fast. Ja. Ich werde für den nächsten Kampf auch... ah, ich habe jetzt... schade, ich wollte eigentlich mit Günther als Main-Character hier in den Kampf gehen. Warum benutze ich eigentlich nicht Biss, ich Wurstbrot? Warum sollte ich denn die sehr effektive Attacke nehmen? Echt jetzt? Das Ding ist lang... okay, deswegen sollte ich es nicht. Ich meine, ich weiß, dass das Zirklop sehr tanky ist, aber... ja gut, so. Crit vom Gegner. Ja, dann ab auf Sora. Drei Pokémon hat sehr viel Rot. Ich glaube, das mit X irgendwas hatte ich mit einem Kingdom Hearts Charakter vermischt. Xenon oder so heißt der. Ich weiß, ich habe keine Ahnung von diesen Spielen. Bleib ruhig in den Kommentaren. Und ich weiß, dass wir... das war ein Crit! Vor allem der zweite Crit in Folge. Ja, da... Soras Attacken tankt man nicht. Vor allem, irgendwie ist das ja jetzt auch so eine Sache, dass man hier gegen Sephiroth mit Sora kämpft. Weil, jedenfalls, wenn ich das richtig sehe, ist Sephiroth der Antagonist aus dem Spiel, in dem Cloud der Protagonist ist. Wow, gönn dir, Brudi! Gönn dir! Nices Pokémon, da werde ich auch ein paar Runden brauchen, um es down zu bekommen. Not bad. Tricky Falo. Die Aussprache war seltsam. Ja, macht nicht so viel. Aber halt immer noch ungefähr so viel, wie er mir Damage macht.
Oh, das ist nicht blöde von ihm. Die Sache ist die, was bringt's ihm groß? Er kann mir nicht so viel Damage machen. Ich switch halt wieder rein. Ist nicht so, als würde er jetzt irgendwie einen fetten Feuersturm auspacken können oder so. Warum habe ich so damit gerechnet, dass da unten jetzt steht, The Four Trickefalo used Feuersturm? Ich kenne diese Spiele. So. Ich will die Liga heute fertig machen. Sephiroth besiegt. Wow. Nee, bin ich gerade... Okay, mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine geistige Komplettverstümmelung, ignoriert mich. Jetzt habe ich es schon wieder verwechselt. Sora und Sephiroth kommen nicht im selben Spiel vor. Oh. Ich sollte gar nicht versuchen, bei so etwas mitzureden. So, der letzte Kampf müsste jetzt kommen. Und ich mach's zeitsparend. Jetzt mal im Ernst, also wenn das so weitergeht, kann es sogar passieren, dass es gar nicht so einfach wird, auch wenn ich... Nein! Der große Endgegner! Es ist Batman! Wer es wagt, meine Bat-Ruhe zu stören? Es wird Zeit, den Übeltäter dahin zu schicken, wo er hingehört. Du musst mich besiegen. Ich bin Batman! Es ist Batman und ja, ich muss hier mit Sora rein, der nutzt 40er. Batman nutzt Batman. Batman ist raus. Jetzt sehen wir, wer der wahre Marvel Superhero ist. Sora oder Batman? Und ich weiß, dass in diesem Satz gerade alles falsch war. Okay, das ist nur auf 20. Ihr müsst nicht sagen, ich wollte nur triggern. Ich weiß, dass Sora, den man nicht Sora ausspricht, was ich getan habe, um euch zu triggern, nicht einmal wirklich ein Superheld ist und schon gar nicht von Marvel. Genauso wenig gehört Batman zu Marvel. Das ist mir alles bewusst. Ich will nur triggern. Ist das dein Ernst, Batman? Auf Deutsch hat er Level 40 sich selber und dann noch ein paar Brutalander auf 20. Wenn er noch eins benutzt, gehe ich auf Günther. Mit Eiszahn kriege ich das auch down. Die benutzen ihn, obwohl... Wow. Ich habe gedacht, das wird dafür jetzt wieder auf 40 sein und deswegen wollte ich mich auswechseln. Und dann ist es noch niedriger. Echt jetzt? Das hätte ich ja sogar mit Vulpix oder Sora machen können. Das war Batman. Und damit müsste ich die Liga gewonnen haben. Außer es gibt noch einen Secret Boss. Jetzt habe ich's vergessen. Ja. Was? Fragezeichen, man. Will kämpfen. Oh, mein Boy! So, der letzte Gegner. Der wahre Final Boss dieses Spiels. Fragezeichen Man höchstpersönlich. Musik erhöhen. Ab geht's. Ich glaube zwar, der Kampf wird nicht schwer, so. Da hilft dir deine Belly Armor auch nicht so viel. Mein Boy K-Rool als Lead.
Fragezeichen nennt es letzte Tribute. Ein letzter finaler Kampf. Er selber gegen sich selber. Mark. Diesen Sprite haben wir schon oft genug gesehen. Oder bei der Punkt eben ist, dieser Kampf ist zwar jetzt wirklich nochmal epic auf anderem Level, aber er ist nicht schwer. Auch die Musik fühle ich. Oh, da macht er einen ganz schwachen Play. Wie heißt das? Irgendeine Attacke, die eine Runde aufladen muss, ist das. Das letzte Pokémon, das wir in diesem Spiel besiegen müssen. Chillast. Der letzte Gegner, außer es kommen noch irgendwie ein, zwei Randoms. Das Finale der Bonusliga, das Finale des DLCs, des gesamten Spiels und von Fragezeichen, man. Und hiermit ist es zu Ende. Folge 30 ist das hier. Folge 30. Und wir sind angekommen. Am Ziel der Reise. Ich lasse nicht zu, dass er es vergessen wird. Ich rechne jedenfalls nicht, dass noch was Großes kommt. Fragezeichen Man. Diese Stimme, das kann nicht sein. Ich lasse nicht zu, dass Fragezeichen Man vergessen wird. Solange er weg ist, werde ich ihn vertreten. Jetzt verstehe ich. Er hat also seine Rolle an Hansa weitergegeben, damit Hansa nicht mehr böse ist. Okay, geh einfach weiter, Hansa, und lass die Legende von Fragezeichen Man weiterleben. Vielen Dank, das werde ich machen. Er ist für mich wie ein Super. wenn man weiß, dass Fragezeichen Man das programmiert hat, hat das nochmal einen anderen Eindruck, was man mit einem Änderungsveränderer machen kann. Und damit war es das. Fragezeichen Man ist ein für alle Mal weg. Okay, er wird noch ein paar Tage bleiben, weiß ich in echt. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein letztes Mal mit ihm zocken. Hat der Text von Fragezeichen Man funktioniert? Wenn ja, dann zweites Mal. Ich glaube, er hat funktioniert, aber zu sicher. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dann zum vielleicht großen Finale. Also großes Finale auf jeden Fall. Vielleicht letzte Folge, je nachdem, wie viel diese Stadt wird zu erkunden. Und ciao.